Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Dead Space. Im letzten Part haben wir die Platine gefunden, sind hier jetzt wieder zurück zu dem Anfang, wo wir hier von den beiden Necromorphs angegriffen wurden und von unserer Gruppe getrennt wurden. Ich habe meinen Tee getrunken, beruhigt habe ich mich allerdings nicht. Und wir machen jetzt einfach mal flockig weiter, was mal unser Inventar war immer noch voll, ne? Ja, wir haben sehr viel Plasma-Cutter-Energie. Beziehungsweise Muni, das finde ich sehr gut. Zum Flughangar. Achso, ich habe eben Flughafen gelesen. Da ist ein Hochzeitsbild. Oh, hier sind Credits drin. Da ist ein Medipack. Oh, okay. Kann ich da auch noch? Ah, da ist noch was zum Aufmachen. Aber okay, es sind Credits. Credits sind immer gut, weil die passen in meine Tasche. Hallo? Hallo? Da vorne ist die Kellyanne. Da müssen wir auch hin. Bam, in your face. Hey, ich will das aufmachen. Konnte ich nicht irgendwie mit Stase irgendwie das so rüberziehen oder so? Hatten wir das schon? Wartet kurz. Wir gucken mal kurz in die Steuerung rein. Rick. Nee, Rick-Modus, das ist ja die Karte, ne? Ja. Zielmodus. Take. F? Kann ich noch nicht. Okay, dann kommt das noch. Weil man konnte halt auch so Dinge mit der Macht irgendwie und so. Was soll ich denn jetzt? Wo? Wo? Von vorne. Okay, der zweifache Schaden, den wir ausgerüstet haben, der bringt halt schon ziemlich gut, ne? Plasma-Energie, habe ich noch genügend? Alter, die sehen aber auch echt fies aus, die Dinger, ne? Richtig geiles Monster-Design. Also ich erinnere mich, dass damals der Mann meiner Mutter das gespielt hat und meine Mutter hat mich immer aus dem Raum geschickt. Auch wenn ich da halt schon ein bisschen älter war, aber das war halt teilweise schon ein bisschen heftig. Okay, so alt war ich jetzt auch wieder nicht. Hallo, was soll ich denn jetzt hier überhaupt machen? Ich hab doch gar nichts zu machen. Ach, da kann ich rein. Laden? Schadensbericht laden. Ja, bitte. Achso, kann. Ah! Oh Gott. Muss ich jetzt hier raus? Bin ich tot? Okay, die Kellyanne ist kaputt. Wir kommen hier nicht wieder weg. Uff. Nimm mich doch bitte richtig hart. Alarm. Kollision in der zentralen Hangarbucht registriert. Rettungstrupps wurden informiert. Oh, okay. Ah, aber ich kann jetzt hier hin rum. Oh. Jetzt reicht's ja aber. Oh nein, ich muss nachladen. Oh, nein! Nein, 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 nein. Isaac! Los, was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause, der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra! Nein, Hammond! Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Tot! Hier ist Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort MedLab. Status? Verstorben. Was? Wie?
Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Was Großes. Ah, das ist ein Schwanzviech. Also merke, das Schwanzviech, wenn es zu nahe kommt, dann triffst du es einfach nicht. Das war schon ein bisschen doof von mir gelöst, aber gut. Und das nächste kleine nehmen wir auch nochmal. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Was ist denn da hinten? Ich will da einmal kurz hin. Ist hier hinten irgendwas Spannendes? Ich sehe gerade in meinem OBS, dass das vielleicht ein bisschen dunkel ist. Ich werde mal schauen, wenn ich das schneide, ob ich da vielleicht ein bisschen an der Helligkeit drehen muss. Damit ihr noch genügend seht. Aber das werde ich gucken. Also merke, wir müssen die Viecher wirklich auf Range halten. Vor allen Dingen halt diese kleinen Schwanzviecher. Hehe, Schwanz. Weil die kriegst du halt wieder zertreten noch geboxt. Die anderen, die sind halt groß genug, die... Oh, lass mal Energie. Kann ich das nicht mehr? Ja, genau, alles kaputt treten. Oh nein, nehme ich jetzt alles mit und... Okay. So, ich muss jetzt zurück zum Monorail. Hier kann ich immer noch nichts aufmachen. Es ist dunkler geworden hier. Oh. Achso, das Licht geht an. Ich wollte gerade sagen, wenn es da jetzt dunkel ist, ne, dann fange ich an zu heulen. Fange ich richtig an zu heulen. So, wir nehmen das kleine Medipack mit, was hier noch lag. Dann werden wir einmal kurz speichern. Da kann ich jetzt lang. Sehr gut. Nein, eigentlich nicht. Ich will keine neuen Räume betreten. Das möchte ich nicht. So, neuer Part, neuer Speicherplatz. Wenn hier irgendwas schief geht, dann kann ich wieder zurückladen. Ja, ich bin intelligent. Ja, ja, ja. Okay, weiter. Hey, Blut! Hm, toll. Richtig Bock. Okay, da ist die Tür. Auf. Lass mal Energie. Wo muss ich lang? Da lang. Nach oben. Gut, dann gehen wir da erstmal lang und schauen, was wir da finden. Toll. Zwei... Oh, Klos! Super! Ich habe eine leichte bis mittelschwere Abneigung seit Silent Hill mit Klos. Vor allem, wie das hier am Flüstern ist. Wash hands before returning to work. Eat me. They ate my boy. Nee, I can't die here. Not yet. Not like this. Also ich kann hier nicht sterben. Nicht jetzt. Nicht so. Esst mich. Sie haben meinen Jungen gegessen. Dear old man, we are here. Yes, we are. Waiting? Ich glaube, da steht waiting. Medipack, ein großes Medipack. Und ich habe keinen Platz. Leck mich doch am Sack. Okay, dann nehme ich das kleine. So. Und dann nehme ich das große Medipack mit. Puh. Okay, ich habe doch keine Abneigung gegen Klos. Gave? Yeah, save yourself. Where is everybody? Here is weird noise. Shut the fuck up. Ich finde es gut, dass man sowas lesen kann hier an den Wänden. Noch mehr Atmo. Yay, erzählt mir nicht schon genügend. Vor allem, man bedenkt halt wirklich, das Spiel ist 12 Jahre alt. Das ist so viel. Und es ist immer noch gut. Gut, die Grafik ist halt an manchen Stellen halt ein bisschen matschig, aber mein Gott, Leute. Wir haben Simon 3D gespielt. Da war die Grafik wirklich kacke. Oh Gott. Viel zu viel Platz zum Fighten. Oh, ich hab'n Safe?
Shop. Oh, ich habe Credits. There's always Peng. Bonitica, the world you never knew. Bring out the sun. Ja. Das denke ich mir jetzt hier im deutschen Winter auch. Wo ist die Sonne? Oh, wo sind wir? Ach, das ist die Monorail. Oh, das ist so cool hier. Okay, das ist eine Werkbank, aber ich habe keinen Knoten. Aber ich kann mir bestimmt einen Knoten kaufen, oder? Okay. Ich kann mir eine Strahlenkanone. Slicer mit breitem Strahl und zeitgesteuerten Minen. Wie viel? Ich habe 17.100 Credits. Ich kann mir einen zweiten Anzug kaufen. Impulsgewehr. Plasma-Energie nicht. Medipack nicht. Stasepack, Energieknoten. 10.000 kostet einer. Im Inventar habe ich ganz viel Plasma-Energie. Und halt meinen Plasma-Cutter, aber den verkaufe ich nicht. Das wäre richtig dumm. Medipack groß, mittel, Stasepack. Ich habe halt unglaublich viel Energie, ne? Also Ammo. Das sind halt 50, 100, 125, 146 Schuss sind das. Das ist halt schon ziemlich viel. Ich weiß nicht, ob wir das alles brauchen. Was würde ich denn haben wollen? Ich würde halt gerne den Anzug 2 und einen Energieknoten. Weil eine neue Knarre, weiß ich nicht. Verkaufen. Bin ich sicher, ja. Und dann noch die verkaufen. Dann werde ich mir den Anzug kaufen. Oh, jetzt kriegen wir die coole Animation. Davon gibt es unglaublich viele GIFs im Internet. Er ist halt schon ein richtig harter Ficker, ne? Er ist halt wirklich einfach nur so ein Reparaturboy, so ein Ingenieur, ne? Und er geht hier einfach durch, als wäre das nichts. Oh, guck mal, wie geil wir jetzt aussehen. Cool. Sexy. Richtig, richtig sexy. I like. So. This I like. So, dann nehmen wir jetzt noch den Energieknoten mit. Kaufen. Gehen wir zurück. Jetzt haben wir nämlich auch wieder ein bisschen Platz im Inventor. Hier, guck mal. Jetzt habe ich... Boah, richtig... Dadurch, dass wir den Anzug aufgerüstet haben, haben wir jetzt mehr Platz. Oh mein Gott. This I like more. So, jetzt gehen wir nochmal zur Bank. Ich habe gedacht, das muss man hier über die Werkbank machen. So, können wir beim Plasma-Cutter was machen? Wir können immer noch nachladen, können wir verbessern. Wir können die Luft verbessern. Wir können das Stase-Modul verbessern. Stase brauchte ich bis jetzt eigentlich noch gar nicht so viel. Oder ich hab's halt... Ich hätte das bei den Schwanztypen benutzt. Oh, ich bin... Ja, Panik. Panik, Whitey. Ah! Ich finde, wir bauen den Plasma-Cutter noch ein bisschen aus. Tempo. Ja, Tempo brauche ich jetzt eigentlich nicht so krass. Kann ich die Kapazität? Nee. Nachladen? Achso, ich muss da erst einen reinsetzen. Oh Gott. Nee, das lohnt sich, glaube ich, gar nicht. Dann machen wir lieber was in das Rig rein. Dann bauen wir das einfach hier aus, dann können wir demnächst die Trefferpunkte erhöhen. Weil wenn ich jetzt doch öfters mal auf die Schnauze bekomme, ist das, glaube ich, gar nicht mal so ungeil, wenn ich das halt mache. Ich muss da rein. Kann ich eigentlich speichern hier gerade? Nee, ne? So, Monorail. Hallo. Ich kann hier nicht viel machen, außer drauf drücken. Aufgabe erfüllt. Ja, ich fahre Bahn.
Mit Bus und Bahn, mit Bus und Bahn. La 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 la. Oh, Kapitel 1 Neuzugänge abgeschlossen. Way! Fortschritt speichern. Ja! Oh, cool. Hier. Möchten Sie? Ja. Ishimura Monorail System. Oh, wir sind schon da. Mann. Ist schneller als die, Da ist jemand. Das, der lebt? Hallo! Hallo, mein Name ist... Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Wer? Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen. Wer bist du? Wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Oh Gott, Entschuldigung. Objekt greifen. Ah, okay. Das ist das, was ich wollte. Aber das ist schon ziemlich eklig hier mit den Maden und so. Die müssen dann ja schon eine ganze Weile tot sein. Oh, hier ist schon wieder ein Shop. Das ist das, was ich meinte. Alter, überall Leichen hier. Medipacks. Ugh. Fliegen, Maden, alles. Vor allen Dingen, wie kommen Fliegen und Maden hier in das Raumschiff? Waren die schon da? Also, die müssen ja irgendwie... Ups. Die müssen ja irgendwie hier reingekommen sein, oder nicht? Tut mir leid. Da leuchtet was hübsch. Aber ich vertraue diesem Gang. Schemata, um im Shop Objekte hinzuzufügen. Beginn? Hä? Gehe ich nochmal kurz zurück und schaue mir den Shop nochmal an. Flammenwerfer! Hydrazin-Industriebrenner. Cool. Luftkanister klein. Plasma Energie, Energieknoten. Okay. Aber ich finde unseren neuen Anzug voll geil. Sicherheitsstation. Alle Besucher müssen sich am Sicherheitsschalter eintragen. Oh Gott. Evacuate this area immediately. Oh Gott! Isaac, sind wir noch da? Ja. Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Sie ist nicht tot. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Scheiß auf Nicole. Die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Ja, ja, lass mich ruhig alleine. Ist okay. Leck mich doch am Arsch, Mann. Oh, 3000 Credits. Evacuate this area immediately. Sorry, we are full. Plasma Energie, was haben wir hier? Nichts. Blutige Handabdrücke. Lebenserhaltung. Bla bla. Hier ist ein Schrank. Mit Geld. Hier ist ein Speicherpunkt. Ohne Geld. Also ich habe jetzt zwei Wege. Noch ein Shop. Shoppe. Forschungsflügel. Bildgegebene Diagnostik.
Nee, Bildgebende. Oh, hier sind sogar kleine Dinger dran. Kleine Bildchen. So, wir sind aber schon wieder am Ende der Folge. Deswegen speichern wir hier nochmal ganz Tutti Frutti, Maludi. Hier, guck mal, zweites Kapitel. Wir sind richtig Pro. Und ich finde, wir hören jetzt einfach auf. Das reicht jetzt. Oh Gott, gutes Spiel. Was ist das? Was will er von mir? Termitbombe, ja genau. Ja. Okay. Meine Freunde der Nacht, vielen lieben Dank, dass ihr weiterhin hier dabei seid bei Dead Space und Isaac Clarke. Ich bin die sehr ängstliche Whitey. Ich erschrecke mich aber auch wirklich vor jeder Scheiße, oder? Es ist... Möchte ich mich für mein Aufschreien möchte ich mich entschuldigen. Aber so ist das halt. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.